Dann legen wir los. Tut jetzt schon die Hand weh. Das mit reinkartieren kann ich knicken, das kriege ich nicht ordentlich hin. Eine kleine Pause gibt es. Ich habe mal gar nicht geguckt, was er eigentlich spielt. Er spielt Briten. Okay, haben wir heute zum ersten Mal nicht ein Spiel gegen Hunden. Sheep Scouting kann ich wahrscheinlich auch knicken, aber ich versuche es ein bisschen mal. Die Mali habe ich einfach genommen, weil das ein Volk ist, mit dem man alles eigentlich ganz gut machen kann. Das ist eins meiner Lieblingsvölker auf jeden Fall, wenn nicht sogar das Lieblingsvolk. Der Anfang wird noch ganz in Ordnung sein, aber sobald es dann später zur Sache geht, wird das hier sehr schwierig werden, glaube ich. So, dann muss ich das gerade mal verschieben hier. So, alles klar. Danke für den Hinweis. Ich war mir nicht ganz sicher, wie hoch ich das Fenster machen muss. Ja, die Pause habe ich natürlich mit der rechten Hand auch machen können, theoretisch, aber es ging ja jetzt hier auch gar nicht zum Spiel. Hey! Jetzt mal Holzhacken gehen, so. Schwer alles hier. Weiß gar nicht, ob ich gerade die Hand benutzt hatte, um Pause zu drücken. Hab nicht so richtig drauf geachtet. Aber zumindest würde ich es mir selber verzeihen, wenn ich es gemacht hätte. Ah, fuck. Ah, shit. Geht ja schon sehr gut los hier. Nee. Ach komm. Das war jetzt der Lag. Aber ihr wisst, wie der Bow-Counter funktioniert. Das hat ja jetzt gerade nichts mit der Challenge zu tun, sondern ich habe auf Anquartieren tatsächlich rechtzeitig gedrückt, aber viel ist zu spät angekommen. Echt direkt Lu machen, weil ich hätte wissen sollen, dass das nichts gibt. Ich glaube, ihr müsst Ausrufezeichen Boa Plus machen dafür, dann müsste es gezählt werden. Ja, jetzt müsst ihr die Hand irgendwie sehen. Also mal so nochmal. Ist an der Wand nicht allzu gemütlich, das kann ich schon mal sagen. Stone, please. Ich
Ich habe immer noch zwei Schafe nicht gefunden, glaube ich. Das zweite Schwein viel zu früh geholt. Ah, ich krieg jetzt auch keinen ordentlich ausgewählt hier. Nee, deshalb meinte ich, das hat mit der Bohr nichts zu tun, außer dass ich nicht zum Dorfzentrum halt mit dem Hotkey zurückspringen konnte, während ich andere Sachen mache. Das war halt der einzig schwierige Teil dabei. Nee. Ich bin auch irgendwie mit der Maus heute ein bisschen inakkurat, muss ich sagen. Wo sind denn die letzten Schafe? Hier hinten vielleicht. Ha. Fast. Ach fuck, ich finde meine Schafe nicht. Steht die Dame nur rum? Ich habe jetzt einfach zwei mehr auf links gepackt. Auf Schafe, auf Bären zum Ausgleich. Ich will jetzt keinen Nerv hier zu. Ey, komm, ich habe die drauf gedrückt, oder? Eieiei. Das ist doch wohl, ich hab's schwer vergessen, Briten, okay. Das wäre sehr lustig, ohne Nahrung hier so ein Scout Rush zu spielen. Moment, auch einer, kreativen Abzweig auf jeden Fall meinerseits. Nee. Ja, vielleicht die. Ja, ich habe genau eine Taste auf der Maus, die benutze ich auch hier manchmal. Das ist für einen untätigen Dorfbewohner. Fucking Wölfe, verpiss dich! Na, für Tower Rush ist das viel zu spät. Er geht auf Bogenschützen ganz normal. Das mit den Fällern wird jetzt hier ein Albtraum. Ich habe mein Gold ausgemordet, ich hält, ey. Scout ist tot. So anstrengend. Ich verstehe gar nicht, wie Noobs das immer machen. Ohne Hotkeys. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Weg
Mit der Maus ist immer viel zu lange hier. Ich bin auch immer noch an Scotty vorbeigelaufen, so. Nee, ich habe der Tisch zwischen Tisch und Laptop ist ein bisschen Platz, deshalb es ist, wäre ungemütlicher als das, was ich jetzt gerade mache. Aber es ist so schon sehr ungemütlich, also ich werde mal so machen zum Beispiel. Seht oder seht ihr das? Ich weiß es gar nicht. Seht ihr das jetzt das so am Nacken irgendwie? Ihr seht die Hand, alles klar. Jetzt habe ich mir mein eigenes Gold ein bisschen zugebaut, aber ich schon hinkommen. Tschüss. Ich glaube, der Abstand ist nicht sauber geworden, aber ich tue mal so, als wüsste ich, das ist nicht besser. Ah, fuck, die sind auch hier. Ich glaube, aber ich gewinne kann. Wenn noch nur knapp. Natürlich meine Eco hier ganz schön zerstört. Okay, du kommst anscheinend nicht rein. Oh, da sind meine Schafe im Übrigen. Geh mal irgendwo einfach anklopfen. Bin ich auch nach Haus, wo gerade Einheiten verloren. Na los. Tower hier gebaut. Nicht schlecht. Keine Ahnung, ob der ab ist, ehrlich gesagt. Oh, ich sollte abgehen, ehrlich gesagt. Das wäre besser. Oder? Quatsch, nee, wir bleiben auf Schützen. Ja, zu früher gesehen als ich.
Ach kommt Leute, ich habe euch gesagt, ihr sollt gehen. Nicht rumspacken. Keine Ahnung, mach halt das Viech so lange. Oh fuck, ich dachte, das hat Glück, hätte ich gemacht. Es würde ich natürlich ziemlich viele Dorfbewohner hier, weil ich die nicht ordentlich rausgemalkt krieg. Yes. Die war zugetauert, der Lump. Da ich aber Makrospiel komplett vergessen kann unter diesen Umständen, brauche ich nur keine brauche ich auch keine weiteren Dorfzentren, das hat aber keinen Sinn. Ich glaube, da ist eine Lücke. So, was? What? Das war nicht die Lücke, die ich meinte. Aber ich nehme sie. Soll einfach hier reingehen, oder wenn ich schon mal da seid, dann können wir auch kämpfen, oder nicht? Jetzt kommt jetzt ein Dorf um, hier kann ich ohne Maiko nicht viel machen. Die Maus hat mittlerweile schon sehr weh. Merkt ihr das gerade nicht? Scheinbar nicht. Boah, das wird jetzt mit dem Fernand aber fies hier. Ich bin auch gerade irgendwie zu blöd zum Treffen, schon mal. Ah, geil, das ist auch passiert. Ja, Magen brauchen sie für Micro, das kann ich glaube ich knicken. Muss ich aber versuchen auf jeden Fall, sonst habe ich keine Chance dagegen.
Das ist keine angenehme Challenge, so viel kann ich euch verraten. Und ihr habt eure Felder nicht gefunden oder wieder was. Oh. Ich kann halt ohne. Ah, ich werde es mal versuchen zumindest. Ich glaube halt nicht, dass ich hier realistischerweise irgendwie Micron kann. Ah, hier, das habe ich hier vergessen. Ich hätte mal so langsam echt den Tower bauen müssen. Nur kein Holz dafür gerade. Magier haben extrem gute Spezialeinheit und haben super Eco-Bonus. Deshalb, und die können eigentlich von allem ein bisschen was. Die sind in keiner Sache so richtig, richtig gut, aber. Überall so ein bisschen was. Ja, ich bin hier bei GG auf jeden Fall, außer der Schuss sitzt jetzt hier so richtig. Ja, das war der CC. Bringt mir auch nicht viel. Also. Weiß nicht, wie lange ich das noch realistisch durchziehen kann. Ach, da ist eins auch schon. Okay. Habe ich noch Ritter? Nee, sind die tot? Boah, Leute. Ah, da sind sie. Boah, aber irgendwas ist auch mit meiner Maus heute. Die ist viel langsamer als sonst. Aber alles auf Maximum. Ja, ich komme hier nicht raus, ohne mir alle Sehens zu reißen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ey, ich habe doch gerade. Ja, komm, ich habe keinen Bock mehr. Mir tut alles weh. Ah. So. Ey, wo geht das Aufgeben nicht? Nicht mal das kann ich. So. Uff. Nicht sehr gemütlich, diese Challenge. Muss ich sagen. Oh, die ist ja schon wieder reingekommen. Achso, eher. Ach, da hinten hat er auch noch welche. Wenn ich mal durchgelaufen wäre mit den Rittern, wäre das besser gelaufen. Boah, ich konnte meine Einheiten nie rechtzeitig in Sicherheit bringen und sowas. Das ist echt. Man ist mega langsam auf diese Weise. Und ich sehe da an meiner Bevölkerung, dass ich auch nicht mehr annähernd durchgängig Dorfbewohner produzieren konnte. Aber. Geht ganz schön in die Maushand. So. Die Orbe nicht mehr. Das kann ich wieder ordentlich Fratzen ziehen. Aber es war ganz ausgeglichen eigentlich, war das unser Armeemanagement angeht. Und auch was die Dorfbewohner anging. Also eigentlich, die Challenge war vom Schwierigkeitsgrad anscheinend schon ganz richtig gewählt. Ja, boah. Ich habe ja eben schon eine Pause gemacht, aber eigentlich bräuchte ich jetzt noch eine. Können also bald mal.